Oh, ich weiß noch, wie mein Bruder sich damals aufgeregt hat. Ich habe letztens auch noch mit ihm darüber geredet. So, ey, ich bin kurz vor der Wüste und er guckt mich so an. Oh nein, viel Spaß damit. Ja. Kann heiter werden. Wüste! So, aber wisst ihr was? Ich glaube, ich setze hier wirklich mal ein bisschen Speed ein. Kann jetzt zwischendurch auch ein bisschen was erzählen. Also, sollte ich doch schon recht gut zusammenschneiden können dann. Also, Speed up! Ich meine, ich kann euch hier nicht 10 Folgen mit Wüstengelatsche langweilen. Das kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. Das möchte ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Ich bin gespannt, wann unsere Kehle das nächste Mal wieder trocken wird. Und ja, laufen, laufen, laufen. Von wegen Speed-Up, es wird langsam Tag. Entschuldigt, so lange dauert das dann ja doch nicht. Okay. Stern ist nicht mehr zu sehen. Eieiei, dass es jetzt doch so schnell Tag wird, damit habe ich nicht gerechnet. Dabei hat Horace gesagt, man braucht 40 Schritte pro Stunde. Die Nacht hat 12 Stunden. Und gerade ist aber nur mal eine halbe Stunde bis Stunde vergangen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir campieren erstmal. Und gehen wieder raus. Ja, ich möchte die Zelte abbrechen. Obwohl, hier ist es gerade noch Nacht, aber ich sehe die Sterne auch nicht mehr. Erst noch ausruhen. Also eine Nacht haben wir schon mal. Das hat sich ja gelohnt. Fuck. Ich bin, ja, sichtlich verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich laufen muss, verdammt. Ich möchte die Sterne wiedersehen. Ja, ausruhen. Ich hätte wohl noch ein Stückchen weiterlaufen sollen. Ich meine... Ah, okay, okay. Nacht Nummer 2. Hier sind wir. Aber jetzt können wir den Speed anwerfen, ne? Ich denke schon. So, deine Kehle wird ganz trocken. Ja, ich sollte Wasser trinken. Machen wir schnell und dann... geht's rund. So. Nja, 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 nja. La, 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 la. Da, 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 da. So, die Zwischenkämpfe schneide ich dann aber auch mal komplett raus. Nicht, dass ihr euch wundert, ey, die läuft ja einfach durch die Wüste und keine Monster kommen. Die schneide ich raus. Weil ist ja eh nur kurzen Beutel holen, Attacke und dann raus. Mehr ist das ja nicht. Wasser, we need water. So. Oh, ein Drachenritter. Den lasse ich dann doch mal drin. Ist von Hitze gelähmt? Aber es ist Nacht. Es ist doch etwas kühler. Hast du nicht genug Wasser getrunken, ha? Wir hauen trotzdem drauf. Naja, es ist gelähmt. Was willst du machen? So. Das hätten wir dann auch erledigt. Oh, bald erreicht Level. Erreicht Rio Level 40. Ich freue mich. So, schnell Beutel holen und dann weiterlaufen. Dauert ja alles gar nicht lange. Mm-mm. Ich meine, ich muss hier durchlaufen. Ihr habt hier den Vorspulmodus. Ihr habt's voll gut, ja? Ich finde das gerade echt gemein. Es wird langsam Tag, okay. Die zweite Nacht. Okay, die Sonne ging auf.
Am Tage zu gehen ist Energievergeudung. Zeit zu kampieren. Alles klar. So. Natürlich. Erst noch ausruhen. Ich hoffe, diese Anleitung ist richtig. Ich bete so sehr dafür. Wieso bete ich eigentlich? Ich hoffe es einfach. So, dritte Nacht. Go. Deine Kehle wird ganz trocken, okay. Mal sehen, ob wir nach 4 Nächten wirklich die Oase vor uns sehen. Das wäre ja mal klasse. Ich meine, das steht hier zumindest so. Random Information. Mein Kater Pino säubert sich gerade den Schweif. Das sieht sehr niedlich aus. Er hält ihn sogar mit der Pfote fest, das ist voll putzig. Und mein anderer Kater ist gerade nicht zu sehen. Ich schätze, der ist wie immer unter meiner Bettdecke. Und da wird es wieder Tag. Schön. Nacht Nummer 3 abgehakt. Die Sonne ging auf. Ja, schön. Kampieren. Und wieder raus. Ja, erst noch ausruhen. Okay. Falscher Polarstern. Hallo. Sehe ich da hinten schon was? Oder habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Moment. Erstmal Wasser. Und dann nochmal kurz nachlesen hier. Ihr müsst 4 Nächte lang den falschen Polarstern folgen, bis ihr die Oase vor euch seht. Dreht euch dann zum Abendstern. Wenn er da ist, weiter den falschen Polarstern folgen. Okay. Abendstern? Er ist noch da. Okay, wo ist der Sternengürtel? Der ist gar nicht da. Doch, da. Okay, weiter dem Polarstern folgen. Dem falschen. Ich sehe da hinten doch schon was. Seht ihr das? Moment. In der nächsten Nacht schaut ihr wieder, wenn der Abendstern da ist. Wenn nicht, dann den echten Polarstern folgen. Okay, wenn der Abendstern nicht mehr da ist, sollen wir dem echten Polarstern folgen. Alles klar. Ich sehe das immer deutlicher. Da ist was. Lalalala, ich laufe erstmal. Immer schön dem falschen Polarstern folgen bis zur Oase. Oder so ähnlich. Ich hoffe es einfach mal. Aber die Beschreibung sieht richtig aus, auf jeden Fall. Wir machen diese Nacht mal noch durch und gucken dann nach dem Abendstern. Der Sternengürtel kommt auch langsam von rechts. Ich bin so gespannt. Könnte es jetzt mal Tag werden, bitte? Oh Mann. Okay, die Sonne ging auf. Am Tage zu gehen ist Energievergeudung, das wissen wir. Kampieren. Puh. Ich denke, wir speichern einfach mal zwischendurch. Einfach zur Sicherheit. Was möchtest du tun? Ich möchte speichern. Ne, Leute, ist anstrengend, wa? Okay, wir haben die 4 Nächte überstanden. Gucken gleich, ob der Abendstern noch da ist. Gucken. Ja, noch ausruhen.
Dann zeig doch mal. Echter Polarstern? Kein Abendstern. Der ist weg. Da ist der Sternengürtel, okay. Und jetzt, wenn er da ist, weiter den falschen Polarstern folgen. In der nächsten Nacht schaut ihr wieder, wenn der Abendstern... Was? Wenn der Abendstern nicht da ist, dann den echten Stern folgen, bis ihr auf eine Düne ankommt. Bald stellt sich heraus, dass es keine Düne ist, sondern ein Monster. Okay, ein Monster wird uns erwarten und wir müssen jetzt, diesen Polarstern folgen. Den echten. Mehr brauchen wir momentan nicht zu tun. Falscher Stern, echter Stern. Bis wir auf eine Düne gelangen, die ein Monster ist. Alles klar. Das mit dem Monster weiß ich auch noch von damals von meinem Bruder. Weiter werde ich diesen Text hier auch nicht lesen, hier auf Spieletipps. Und wenn das wirklich funktioniert, dann lasse ich da einen Daumen hoch da, damit die anderen wissen, ey yo, das funktioniert wirklich. Weil hier auf dieser Seite stehen wirklich drei verschiedene Möglichkeiten, manche doppelt ausgeführt und irgendwie finde ich das doof. Und vielleicht gehen auch alle Möglichkeiten, man weiß es nicht genau. Random Info Nummer 2. Ich habe mir zwischendurch sogar einen Kaffee gemacht und schlürfe den gerade gemütlich vor mich hin. Der Wasservorrat wurde knapp. Die Wüste erstreckte sich, als würde sie niemals enden. Ist die Oase nur Einbildung? Oder ist sie doch echt? Werden wir der Göttin Myria jemals begegnen? Ei, das jetzt gleich hoffentlich! Ich will durch diese Wüste! Oh! Oh! Das kam jetzt plötzlich. Müssten wir die Oase eigentlich nicht bald sehen? Wir haben sie schon gesehen, Mädel. Darf ich mich vorher heilen, bitte? I want to heal me! Hallo, Düne. Vielleicht sehen wir vom Berggipfel aus etwas mehr, oder? Oh, Schätzchen. Nicht doch. Ich will mich heilen! Bitte! Fuck. Tja, dann müssen wir das jetzt wohl so überstehen. Der sieht ja witzig aus, wie ein Affe eher. Ja, Hauptsache ihr seid nicht fit. Mann, Mo, alles klar. Und, weißt du was? Wir besteigen einfach gleich. Oh, wir haben alle Gene. Ewigkeit will ich auf jeden Fall ausprobieren. Und... Fusion? Wenn wir die Kraft mit Verbündeten, Fehler, rätselhafter Einfluss. Ich habe keine Ahnung. Strahlen haben wir ja auch erst 9, ne? Das sind sehr viele MP. AP, was auch immer das nochmal bedeutet, habe ich vergessen. Und Ray macht. Was macht Ray? Der macht einfach mal eine Wurfattacke? Ja, doch. Nina. Was. Warte. Kannst du helfen? Du kannst nicht viel. du könntest ihn aber vielleicht ein paar SP klauen. Vielleicht geht das ja. Kaiser! Das hatten wir definitiv noch nicht. Ryu? Wo ist denn der Drache? Hallo? Ryu wurde zum Super Saiyajin. ja, wir spielen jetzt nicht mehr Breath of Fire 3, sondern Dragon Ball.